Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Hunchback 4G mit 3 Medium Lasern und eine AC-20. Eben die Waffengruppe im Vertüttel und ja, das ist so ein schöner klassischer Hunchback. Einfach 3 Medium Laser, AC-20 und glücklich sein. 35 Schaden. Im Alpha Strike allerdings ist halt eine AC-20 mit dabei, was bedeutet 20er Punktschaden, was immer wieder sehr geil ist. Bei 92,3 km/h. Das würde ich bei dem Hardback tatsächlich jetzt tendenziell schneller sehen. Und somit können wir immer schön irgendwo hinheizen, als die 20 Staffel draufdrücken und wieder wegrennen. Dafür müsste ich mich allerdings noch ein bisschen mehr bei den Assaults aufhalten. Ich bin jetzt schon direkt mit einer davon, das ist schlimmer. Ich habe schwere Waffen dabei. In einem nur mittelschweren Mech. Der viel zu schnell unterwegs ist, verdammt. Piu, oh, schau mal. Putz auf Mist. Ja, da hat er ein bisschen die. Na. Rücke jetzt den Berg hoch, das macht ihn natürlich langsamer. Hurry up, man. Nee, nee, nee. Au. Da werde ich von hinten mit dem PPC angesniped. Ist das ein Atlas? Ich bin ja, das ist ein Atlas. Ich bin hier raus. Ciao. Hi, Team. Ich lasse euch den Vortritt. Ich habe sie geärgert, ich habe sie verärgert, ich habe kassiert und ich bin weggerannt. Aber sie haben auch sehr viel daneben geschossen. Seid beruhigt, mir geht es verhältnismäßig gut. Dafür, dass ich einen Atlas und einen King Crab und was weiß ich nicht alle noch geärgert habe. Ich habe alles geärgert. Das war schön. Wir machen weiter mit dem Ärgern, denn sie werden sowieso NASCAR machen. Von daher kann man hier jetzt irgendwo gleich einmal richtig schön in den Rücken reinnunzen. Ein Uziel, hi, das ist das Gesicht vom Uziel. Butz. Das war ein Seitentorso. Und der droppt runter. Oh, warte mal. No! Die fucking no! Wow, 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 der fucking Atlas, Alter. Ist es sein gottverdammter Ernst? Er ist noch immer da. Es wird auf ihn geschossen. Piu, putz, Mist. Das war nicht der Center. Oh, nice. Gut gemacht. Bro, lass mir den Rücken das Leben gerettet. So, ich habe mal mit hier die Madcat kaputt zu machen. Den machen wir das. Scusi. Nein, 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 hört auf mich von hinten zu beschießen. Ich muss meine Mates helfen. Die Nova ist gleich down. Piu, putz, abgestaubt. Sie sind mir bestimmt dankbar dafür. Aber ganz ehrlich, nun ist ihre Feuerkraft mit an der Front, also ist mir das eigentlich gut gelungen, ihr was zu machen. Es war positiv, verdammt. Nein, 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 nein. Oh, cool. MS regelt und den Rest an Raketen zerstört halt einfach der Boden. Boden OP, PJ, please nerf. Noch mehr Raketen hin. Ein Derwisch. Wow, sind da noch viele. Fuck. Ja, ich bin hier an deiner Seite, Bro. Okay, Charlie's a pain in the ass. Charlie, 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 okay, Charlie haben wir hier um nicht. Putz. Oh, hey. Wow. Don't underestimate the fucking AC-20, bitch. Der Jen hat einen offenen Center. Was geil ist, aber trotzdem habe ich Schiss vor allem, weil ich ein Schisser bin. Für Schisser, wenn diese. Hi. Wow. Wow, 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 da Fug, ey. Das war schnell vorbei. 4 Minuten, das Match ist zu Ende und es war irgendwie jetzt gerade viel zu chaotisch verknüpft. Aber unser Team hat sich gerade wirklich richtig schön wieder zusammengefangen und gepusht. Jetzt mal nicht die üblichen hohen, geilen Schadenszahlen über 500 oder so. 2 Kills, 7 Assists, 322 Damage gemacht. Aber es war halt einfach schön und spaßig. Spaßig. Alter, also für den Jenner zu erzählen, hätte ich eigentlich Kill-Most-Damage-Stall kriegen müssen. Ja, wobei, sie haben wirklich noch sehr viel weiteres an ihm zerstört. Wo bin ich denn? Da unten bin ich. Ein 305er Match-Score. Ich muss mich ganz ehrlich wieder umgewöhnen. Ich war in letzter Zeit extrem viel mit dem Rifleman 2C unterwegs und das sind halt wirklich meistens 2-3 Kills, 6, 7, 800 Damage oder gestern 1000,
234 Damage. 1, 2, 3, 4 Schaden. Das war toll. War vergessen, es aufzunehmen. Ich nehme irgendwie nie meine Matches mit über 1 Cut Damage auf. Aber dafür ist halt hier einfach nochmal hier Hardback 4G einfach mega geil. Also ich mag auch die Camo, die Frackenkamo hier drauf. Macht sich richtig gut. Gefällt mir, das ist mitunter einer der schönsten Max, was die Frackenkamo angeht. Ich wünschte, ich wäre wirklich begnadet im Miniaturen am Malen, weil dann würde ich mir das auf einen gedruckten Handspeck draufpinseln. Ich habe einen gedruckten Handspeck 4G. Aber das kann ich halt nicht für. Das ist Miniaturmaßstab und das. Ich würde es nicht mal hingepinselt kriegen, wenn der einen halben Meter groß wäre. Hier ist die Kiste mit einer Light 265, 92,3 km/h, ist halt schon ziemlich fett. Die hat die 20, 3 Medium Laser, 3 Tonnen Munition. Man kann hier geskillter Art und Weise jetzt 30 Mal mit der AC20 abdrücken. Schießen, feuern, boom. Und das ist halt auch wirklich schon ziemlich krass, ganz ehrlich. Die Medium Laser noch mit dazu, einfach Spaß macht. Ihr habt es gesehen, bei dem General 2C Center Torso, der war halt einfach auf. Und einfach nochmal die Begegnung hätte er nicht überlebt, aber leider war dann irgendjemand anders schneller. Und ja, so ist das manchmal. Die Skills. Brrrt. Laser Duration, weil drei Laser sind da. Sie sind 50% meiner Bewaffnung. Meines. Fast 50% meines Schadenspotenzials und natürlich die Magazinkapazität für die Ballistic Weapons. Ansonsten, was man hier so Cooldown und Heat Generation mitnehmen kann, ist immer nice. Survival voll gepusht, weil ich habe immer das Gefühl, bei einem Handspeck, dass es schon irgendwie so ein sehr tanky Medium-Mech ist. Ich weiß, das Gefühl kann auch sehr schnell trügen. Es ist vielleicht ein bisschen verschwendet, auf Skeletal Density zu gehen oder so, aber es fühlt sich immer richtig an bei einem Handschi. Mobility, Speed Tweak, Auxi, der zusätzliche Consumable Slot und das war's dann. Und damit, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adieu.